Herausforderung. Als 62 Kilogramm schwer meiner Körpergröße von 1 Meter und 71. Ihre Kampfbilanz. 18 Kämpfe, 18 Siege, 8 Knockouts. Ihr Titel, WK-Weltmeisterin bis 65 Kilogramm. Sie tritt an für das Gym ESA Saint-Lie. In ihrer Ecke Yves Lemay und Jean Thorn. Meine Damen und Herren, aus Saint-Lie, Frankreich, Cathy Lemay! Die Kämpferin in der blauen Ecke ist 32 Jahre alt. 62 Kilogramm schwer bei einer Körpergröße von 1 Meter und 75. Ihr Kampfrekord: 37 Kämpfe, 36 Siege, ein Unentschieden, 13 Knockouts. Ihre Erfolge: WKU ISKA Weltmeisterin bis 62,5 Kilogramm, WK Weltmeisterin bis 60 Kilogramm, Ex-Vaku Weltmeisterin 2007 bis 60 Kilogramm, Ex-WK Weltmeisterin bis 65 Kilogramm 2008. Sie tritt an für das Kampfsportzentrum Steko. In ihrer Ecke die Ex-Weltmeister Mladen und Pavlica Steko und Ramin Abtin. Meine Damen und Herren, aus München, Dr. Christine Theis. Die Kämpferinnen zur Mitte. Punktrichter am heutigen Abend aus Serbien, Goran Filipovic, der Ringrichter. Die Punktrichter aus Deutschland, Robert Ulrich aus Spanien, Juan Banuelos und aus der Türkei, Hasan Çatalsaş. Der Kampf ist angesetzt auf 10x2 Minuten. Die Kämpferin sind bereit. So, let the fight begin. Dr. Christine Theis gegen Cathy Lemay aus Frankreich. Ein Kickbox-Leckerbissen der Extraklasse. Herzlich willkommen am Ring des Münchner Postpalastes mit seiner imposanten 20 Meter hohen Glaskuppel. Ja, ich sagte es bereits, ein Event der Extraklasse. Denn beide, das haben Sie gehört, sind die Weltmeisterin. Theis bis 62,5 Kilogramm, Lemay bis 65 Kilogramm. Respekt, das sieht man. Schöne Linke zum Kopf. Ja, da war der Versuch eines Axt-Kicks von Christine Theis. Mit dem war sie beim letzten Kampf erfolgreich gegen Sanja Samarčić aus Bosnien. Hat sie die gute Frau so aus der Fassung gebracht, dass sie anschließend nichts mehr zu Wege brachte und der Kampf abgebrochen werden musste. Ja, guter Kick jetzt hier von Cathy Lemay Richtung Kopf von Christine Theis. Schöne Rechte, nochmal die Rechte. Ja, sie lässt da ihre linke Führungshand allzu häufig hängen, Cathy Lemay. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Christine Theis. 2, 3, 4 Mal schlägt jetzt wieder ein am Kopf der Französin. Sie hat den Druck erhöht. Ihr Gegnerin, da schlägt es wieder zweimal am Kopf von Lemay ein. Gute zweite Runde hier von Dr. Christine Theis. Ja, der Versuch da eines Kicks, aber viel zu kurz angesetzt. Das nutzt ja aus. Christine Theis, klasse, wie sie da kontert und wie sie die Französin bearbeitet. Runde 2 geht an Christine Theis. Dritte Runde. Was mich ganz besonders freut, ist, dass in der Ecke von Cathy Lemay ihr Vater arbeiten kann. Yves Lemay, der hatte vor dem letzten Kampf eine starke Gehirnblutung erlitten. Deshalb musste Cathy Lemay den Kampf absagen. Und Samarčić sprang ein, aber ist es wieder einigermaßen hergestellt. Und es ist ganz wichtig für die Französin, dass ihr Vater da bei ihr in der Ecke arbeitet. Auch wenn es ihr in der zweiten Runde nicht allzu viel geholfen hat. Und wieder gute Aktion. Da geht sie runter. Da geht sie runter. Klasse Kombination von Christine Theis und Goran Filipovic sieht die Französin an. Bin ich mal gespannt, ob sie das da wegsteckt. Lächelt zwar ein bisschen,
Aber wer Christine Theiss kennt, der weiß, sie hat diesen Killerinstinkt. Sie wird sich jetzt ihr Opfer nicht mehr von der Angel nehmen lassen. Hat sich schon angedeutet beim Einmarsch von Christine Theiss. Da habe ich in die Ecke geschaut von Katja Lemay und sie war beeindruckt. Ist auch eine Körpersprache, die man jetzt sieht, ein Riesenunterschied. Christine Theiss natürlich voller Selbstvertrauen, zweifelt nie an sich selbst. Wenn man dann natürlich in eine solche Atmosphäre kommt, ist das nicht gewohnt. Das ist schon schwierig. Wieder gekontert und sofort eine Kombination zum Kopf abgesetzt. Hat er versucht, Katja Lemay Christine Theiss mit dem Fuß wegzuschubsen, aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn die da vor einem steht und einen fixiert. Kann ja auch richtig gefährlich gucken beim Wiegen. Hat sie ihre Gegnerin fixiert, sie musste zu Boden schauen. Alles nicht gerade so, als ob da großer Optimismus verströmt wird. Auch diese dritte Runde natürlich klar an Christine Theiss. Ich habe es vorhin gesagt, Katja Lemay lässt da viel zu häufig ihre linke hängen. Diese Führungshand, die ohnehin nicht geschlagen kommt, eher leicht gestoßen. Und das nutzt dann Christine Theiss beim Cross oder kommt einfach auch so durch. Wieder harte Treffer, Körpertreffer, Kopftreffer, Kopftreffer. Nochmal die Rechte, nochmal die Rechte. Erstaunlich, was Lemay da alles einsteckt. Zeigt natürlich, dass dieser Kampf, ich denke mal, nicht über die volle Distanz gehen wird. Ja, da wäre mal die Chance gewesen, das hier Theiss hart zu treffen, aber war auch zu ungenau diese Rechte von Lemay. Nicht schon gekennzeichnet im Gesicht, rote Schwellungen. Und immer wieder schlägt die Rechte ein, das hat sich auch mal für die Linke entschieden, das hier Theiss. Hat die Lemay immer mehr her in der Opferhaltung. Sie muss da raus aus der Ringecke, sie muss raus aus der Ringecke, ansonsten hat sie da keine Chance gegen Christine Theiss. Man muss zumindest mal versuchen, mit einem Frontkick die Weltmeisterin da von sich zu schieben. Ja, das sind alles fast schon Alibi-Aktionen, die Katja Lemay da abzusetzen versucht. Ein bisschen Kick ohne Druck. Wartet eigentlich auf das, was da kommt. Und da schlägt es wieder ein. Links und rechts am Kopf. Goran Filipovic schaut da schon mal ganz genau hin. Das war es die Linke. Es sind nicht immer unbedingt die harten Treffer, die da einschlagen. Es ist die Vielzahl, die den Gegner mürbe machen. Auch klare Runde an Frau Doktor. Konnte Katja Lemay noch einigermaßen mithalten, als Christine Theiss mal geschaut hat, was hat die Gegnerin drauf, wo sind ihre Stärken, auf was muss ich achten. Und dann ab Runde 2 hat sie den Druck kontinuierlich erhöht. Und jetzt gibt es schon wieder Schläge hier. Oh, Masse, Kopf, Körper. Tut einem schon richtig leid, diese Katja Lemay, sympathisches Mädchen. Aber sie wird hier nach allen Regeln der Kunst, wird sie hier vermöbelt. In der Ringhacke schaut man dazu. Ich weiß nicht, wie lange ich als Vater da noch warten würde, bis das Handtuch fliegt, wenn ich sehen würde, dass meine Tochter keine Chance hat und dermaßen Schläge hier eingeschenkt bekommt. Goran Filipovic hat er endlich ein Einsehen, geht dazwischen, zählt Katja Lemay an. Zum zweiten Mal in diesem Kampf. Schon fast den Tränen nah, wenn man ihr so ins Gesicht schaut. Sie weiß, sie hat keine Chance. Dann sieht man mal, welche Klasse auch Christine Theiss hat. Sie war ja Vorgängerin als Weltmeisterin mit 65 Kilogramm. Den Gürtel hat sie dann abgegeben. Nachfolgerin ist Katja Lemay. Und dann schauen Sie sich mal diesen Klassenunterschied an. 18 Kämpfe, 18 Siege und dann solch ein Desaster für diese junge Französin. Immer wieder die Rechte. Sie findet kein Mittel.
Cora Filipovic schaut wieder hin. Und Christine Theiss setzt die Bestrafung fort. Zweiten Mal angezählt. Sie hat keine Lust mehr, sie hat keinen Bock mehr. Und die Ecke schaut da zu. Verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt. Sie hat nicht den Hauch einer Chance und wird hier nur vermöbelt. Und wieder schlägt es ein. Nochmal die Rechte, nochmal. Jawohl, und Goran Filipovic geht dazwischen, bricht den Kampf ab. Wunderbar gemacht. Wenn es aus der Ecke nicht kommt, dann muss eben der Ringrichter dazwischen gehen. Und das hat er genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Hätte auch schon früher sein können, wenn man bedenkt, wie viele harte Schläge Kati Leme da einstecken muss. Eine Glanzleistung, eine tolle Leistung von Dr. Christine Theiss, die ja zum Ende des Jahres mit dem Sport aufhören will. Aber wenn man das hier sieht, dann kann man nur hoffen, dass sie sich vielleicht doch mal anders überlegt. War wirklich eine große Show. Vom Einmarsch, von ihren Tänzchen bis hoch in den Ring und dann diese Leistung, die sie ja abgerufen hat. Mladen Steko, Pavlica Steko selbst, beides Weltklassekämpfer, beide Weltmeister gewesen, beide ungeschlagen abgetreten. Haben wieder perfekte Arbeit geleistet. Daniel Amenati war da, den wir auch beim Promi-Boxen wiedersehen werden. Viele Prominente sind heute hier erschienen. Eva Habermann, Haie von Stetten, Dieter Landouris und. Das Kickboxen hat einen ganz hohen Stellenwert hier in München. Und da gibt es Trost von der großen Weltmeisterin für die. Meine Damen und Herren, durch K.O. in der 5. Runde. WKU-Weltmeisterin aus München, Dr. Christine Theiss. Eine glückliche Siegerin, eine enttäuschte Verliererin natürlich. Die hat sich die Reise hier nach München natürlich ganz anders vorgestellt. Hätte nie gedacht, dass sie hier dermaßen verprügelt werden würde. Man sieht ja auch an, sie ist geschafft. Sie hat hart trainiert. Aber es hat bei weitem nicht gelangt. Und Eva Habermann, die Schauspielerin, überreicht jetzt den WKU-Weltmeistergürtel. WKU steht für World Kickboxing Union mit seinem Weltpräsidenten Klaus Nonnemacher an der Spitze, der auch natürlich hier in der Halle ist. Überall Sichter. Wir haben natürlich noch weitere erstklassige Kämpfe für Sie. Bleiben Sie also.